Warum braucht Baden-Württemberg einen Nationalpark? Naturschutz ist ein wichtiges Thema und insbesondere die Frage, wie wir dem dramatischen Artensterben entgegenwirken, ist eine zentrale Aufgabe für die Politik weltweit, aber auch für uns im Land. Bundeskanzlerin Merkel hat gerade noch mal sehr deutlich gesagt, dass wir in Deutschland 5% der Waldfläche der Natur überlassen sollen. Und diesem Auftrag wollen wir auch in Baden-Württemberg nachkommen. Dazu dient der Nationalpark, wo auf einer kleinen Fläche die Natur sich eigenständig entwickeln kann und Arten Lebensraum finden, die heute Schwierigkeiten haben, die Waldphasen, alte Wälder beispielsweise zu finden, die sie brauchen, um auf Dauer zu überleben. Das ist die Verantwortung, die wir gegenüber der Natur, aber auch nachfolgenden Generationen haben. Und mit dem Nationalpark wollen wir hier einen wichtigen Teil zur Bewahrung der Schöpfung leisten. Sie haben heute dem Kabinett einen Vorschlag für die konkrete Lage des Nationalparks gemacht. Wo genau im Schwarzwald soll der Nationalpark ausgewiesen werden? Aus den zum Schluss fast 20.000 Hektar Suchraum haben wir jetzt einen Kulissenvorschlag mit knapp über 10.000 Hektar vorgelegt. Es sind zwei Teilbereiche, die sehr nah aneinander liegen. Das eine ist der Bereich rund um den Hohen Ochsenkopf. Die Stadt Baden-Baden hat hier Kommunalwaldflächen angeboten, die wir in die Nationalparkkulisse hineinnehmen würden. In der Stadt Bühl gibt es eine Diskussion und vorbehaltlich eines entsprechenden Gemeinderatsbeschlusses würden wir hier auch Flächen der Stadt Bühl mit einbeziehen. Dazu kommt Staatswald auf der Gemarkung der Gemeinde Vorbach. Der große Teil des Nationalparks liegt leicht südlich davon. Das sind Staatswaldflächen in Seebach, Ottenhöfen, Oppenau und Bayersbronn. Das sind naturschutzfachlich hochwertige Flächen in den beiden Teilbereichen. Heute schon ein hoher Anteil an naturschutzfachlich eingruppierten Flächen. Wir haben den Bannwald Wilder See mittendrin, aber auch viele andere hochwertige Flächen, die es lohnt zu schützen und hier ein erhebliches Naturschutzpotenzial haben, um mit einem Nationalpark hier der Bewahrung der Schöpfung einen Schritt näher zu kommen. Es gab in den vergangenen 2 Jahren zahlreiche Anregungen und Bedenken aus der Region. Haben Sie diese in Ihrem Vorschlag aufgegriffen? Wir sind mit dem Kulissenvorschlag bewusst in die Höhenlagen gegangen. Das ist ja auch eine Anregung aus der Region in der Diskussion gewesen. Damit haben wir weniger ertragreiche Flächen in der Kulisse, die naturschutzfachlich spannend sind, aber auch der Holzindustrie entgegenkommen, indem weniger Holz aus der Nutzung geht. Wir haben durch den Zuschnitt der Kulisse auch nur noch sehr wenig Privatwald, der in direkter Nachbarschaft liegt. Das heißt, hauptsächlich auf den größten Teilen der Fläche ist der Staatswald selber der direkte Nachbar zum Nationalpark. Und wir haben mit dieser Fläche auch eine gute Möglichkeit für die Region geschaffen, hier touristischen Mehrwert zu generieren und vorhandene Infrastruktur zu nutzen, um hier auch Wertschöpfung in die Fläche zu bringen über den Nationalpark. Wie geht es jetzt weiter mit dem Nationalpark? Wir haben jetzt heute im Kabinett über den konkreten Kulissenvorschlag gesprochen. Der ist im weiteren Verfahren auch noch änderbar. Wir werden Mitte des Monats dann erneut im Kabinett den Nationalpark beraten, dann einen kompletten Vorschlag auch mit einem rechtlichen Rahmen haben. Damit gehen wir in die Diskussion, in die Anhörung, sowohl mit den Verbänden wie mit den Kommunen, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, die Möglichkeit haben werden, im Beteiligungsportal der Landesregierung den Gesetzentwurf zu kommentieren, Anregungen mit einzubringen. Wir werden da mehrere Wochen Diskussions- und Anhörungsverfahren haben, die Ergebnisse auswerten, erneut dann im Herbst ins Kabinett gehen und Ende des Jahres könnte dann der Landtag sich weiter damit befassen, auch hier dann mit einem Verfahren, wo wiederum Mitsprache, Beteiligungsmöglichkeiten da sind.